Native Fortress wurde gerockt und jetzt geht's up the creek. Willkommen zurück zu Let's Replay Crash Bandicoot in der Insane Trilogy. Ich zitter immer noch so ein bisschen. 10 Sekunden nach dem letzten Part haben Native Fortress im zweiten Versuch überhaupt mal die kurzen Fehlversuche am Anfang, wo ich gegen die Dinger gesprungen bin, rausgeschmissen. Im zweiten Versuch überhaupt habe ich es einfach direkt auf Platin geschafft. Im ersten Versuch bin ich schon durchgekommen, allerdings nur Gold gekriegt. Da war ich 4 Sekunden zu langsam. Ich habe auch genau gewusst, woran es liegt im Endeffekt. Konnte das glücklicherweise direkt verbessern und es hat wunderbar funktioniert. Ob auch das eine Errungenschaft der PC-Version ist, weiß ich nicht. Vielleicht bin ich einfach nur gut gewesen. Oder gut geworden. Ich weiß es nicht. Nein. Die PC-Version hat sicherlich ihren Anteil daran. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und jetzt schauen wir, wie wir uns bei Up the Creek schlagen, was theoretisch nicht so schwierig werden sollte. Damit habe ich aber, stelle ich gerade fest, länger, ja gut, irgendwo muss ich meine Maske verlieren jetzt, wenn ich so blöd bin. Dann habe ich, glaube ich, echt länger beim Great Gate gehangen, als bei Native Fortress. Und das ist krass, wenn man sich das mal vor Augen ruft, vor Augen führt. Wow, okay. Wie auch immer, wir sind jetzt bei Up the Creek. Als nächstes kommt The Lost City. Aber wir denken von Spiel zu Spiel, ne? Wir denken von Level zu Level. Denn auch hier kann ich ja noch abkratzen und richtig verkacken. Weil es erstmal nicht so schlecht aussieht. Also zumindest sind wir durchgekommen. Im ersten Versuch. Ob das Platin ist, sehen wir jetzt. Nein, ist es nicht. Ach Mann. Ja. Aber gut, da sieht man auch schon einfach mal, das war jetzt das dritte Relikt. Einmal hier, einmal in Native Fortress und einmal, ich weiß nicht, wo es war. Hatte ich in Great Gate direkt Platin? Ich weiß es nicht. Wie viel fehlt? 3 Sekunden, okay, gut. Irgendwo hatte ich noch nicht Instant Platin. Ich weiß nicht, wo es war. Ja, irgendwo war es auf jeden Fall so. Das war eigentlich relativ selten der Fall bei Teil 2 und 3. Wenn ich da durchgekommen bin, hatte ich, wenn ich auch wirklich halt selber gesehen habe, okay, ich habe eigentlich nicht viel falsch gemacht, wo ich großartig Zeit verloren habe, dann war das auch halt meistens Platin. Hier ist es offenbar nicht so. Da muss man schon irgendwo einen gewissen Trick anwenden, sich ein bisschen mehr beeilen, damit das funktioniert. Gut. Ist okay, versuchen wir. Das hier habe ich ja sogar gemacht, hat allerdings offenbar nicht so viel Auswirkungen gehabt, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber hier die ganzen Blätter, die kommen gerade mal auf uns zu und das ist aber auch, glaube ich, so gescriptet, dass die auch gerade in dem Moment erst auf uns zukommen. Deswegen, bei dem Affen muss man halt immer ein bisschen aufpassen. Hier kann ich jetzt ein bisschen schneller durch. Das hat geklappt. Ich habe keine Maske verloren und Zeit gespart. Das ist eine Win-Win-Situation für dieselbe Seite. Entsprechend ist auch der Rhythmus hier ein bisschen schneller und alles läuft halt alles gerade ein bisschen schneller. Ich habe die Zeit natürlich nicht mehr im Kopf, weiß nur noch, wie viele da schneller sein müssen. Okay, 1,19 war das. Ich glaube, 4 Sekunden oder sowas waren das hier wieder. Hier einfach durch. Die Maske hätten wir zur Not auch noch. Müssen nur aufpassen, dass wir da nicht ins Wasser fallen. Bei so einer Kacke, wenn wir sowas machen. Wie hier zum Beispiel. Okay, es wird langsam knapp. Schnell rein. 1,15, reicht das? Es reicht, sehr schön. Ich glaube 1,16 oder sowas war's. Aber wir hatten nicht mehr viel Zeit, ne? Hätte ich jetzt nochmal einen Schnapprhythmus gewartet von dem automatischen Schnapper da, von dem lilan Ding, wäre, glaube ich, kritisch geworden. Ich will jetzt mal die Platin-Zeit sehen. Können wir nochmal gucken, was die Friends hier so haben. So. Der Rick müsste es ja auch auf jeden Fall mal gespielt haben. Und ich bin auf jeden Fall besser. Nicht viel, aber genau das sind diese minimalen Zeiten, 1,16 war es tatsächlich, die der Rick sonst immer bei Crash 2 schneller war als ich. Das ist schön. Die anderen Level interessieren mich jetzt erstmal nicht. Da kann man ja mal am Ende des Replays dann reingucken. Am Ende der ganzen Replays ist es dann ja, wenn wir hier mit durch sind. Aber jetzt wird es halt nochmal richtig lustig. Man könnte sich hier direkt die Maske holen, ne? Ist die überhaupt noch da? Ja, die ist sogar noch da, aber es lohnt sich natürlich nicht.
Da oben wird auch keine Zeit sein, weil das wäre dumm. Da ist auch gar keine Kiste mehr. Lol. Ja, aber es macht keinen Sinn, sich da die Maske zu holen und dafür dann 4 Sekunden oder sowas zu opfern. Also es kommt, glaube ich, ganz gut hin. Hier kann man allerdings mal kurz reinschneiden. Die 4 Sekunden mitnehmen. Ja, aber jetzt... schon wieder gar keinen Bock mehr drauf. Ich muss erstmal Studies machen. Hier ist nichts. Gut. Ich muss jetzt wissen, wo Kisten sind, die mir Zeit bringen, wo nicht. Und ich glaube, in den ganzen Umwegen ist keine Zeit. Okay, hier habe ich jetzt gerade eine Kiste aktiviert. Da möchte ich mal kurz nachgucken. Aber auch da sollte nichts drin sein. Ja, sehen wir hier. Nichts drin. Das heißt, ich werde alle Kisten, die in diesen Nischen hinten versteckt sind, werde ich nicht holen oder versuchen zu holen, weil da wird nie Zeit drin sein. Außer die hier, die sehen wir auch direkt. Wenn wir die natürlich direkt sehen, okay, dann schnappen wir sie uns natürlich auch, wenn das nicht ein zu großer Umweg ist und wenn es alles machbar ist. Aber sonst. So, wie gesagt, hier, das war die Kiste, die gerade aktiviert wurde. Da war ja nichts drin. Somit für uns nicht von Relevanz. Können wir einfach so drüber. Auch schön. Oh mein Gott, da waren... Ich war gerade ein bisschen überrascht. Na gut, wie konnte ich auch irgendwie erwarten, dass da einfach nur normale Wand war? So ein langes Stück. Hätte ich ja mit rechnen können, wenn ich es schon nicht mehr weiß. Vielleicht ist mein Taschenrechner da oben im Kopf kaputt, ich weiß es nicht. Mal die Batterie wechseln. Okay. So, hier können wir einen kleinen Hopsern lang. Trotz Fledermäusen. Das ist gut. Hier sind jetzt direkt draußen. Ein bisschen netter für mich gekennzeichnet. Was mache ich denn da? Was mache ich da? Aber war da nicht auch eine Maske eigentlich? Vielleicht habe ich die gerade gesucht. Ich weiß es nicht. Zeit verschwendet habe ich auf jeden Fall schon mal schon. Habe ich auf jeden Fall schon mal. Applaus dafür. Aber wir machen mal weiter. Es ist kein Sunset Vista von der Zeit her, aber es ist wahrscheinlich, ob sowas noch drin ist oder ob man sich dann den Rest komplett beeilen muss, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Erstmal wieder das Level auf die Kette bekommen. Dann kann man sich über die Geschwindigkeit Gedanken machen. Auch da hinten wird keine Zeit drin sein, müssen wir uns nicht drum kümmern. Und werde ich mich auch nicht, dass diese Dinger mich perspektivisch verfolgen, werde ich auch nie lernen. Und dass ich da sogar nach rechts so ein bisschen in die Luft gesprungen bin und der mich dann trotzdem getroffen hat, ist auch lächerlich. Gut. Ja. Es ist halt kein schönes Level. Absolut nicht. Was willst du machen? Ich muss ja schon dankbar sein, dass ich hier im First Try durchgekommen bin, um den Edelstein zu holen. Das war ja schon super. So, ist okay. Warten wir hier einfach mal direkt. So. Du bist tot. Ich zum Glück nicht. Ja, eine kritische Geschichte. Wunderbar. Keine Ahnung, wie schnell ich hier gerade war, aber schneller sollte ich auf jeden Fall jetzt sein. Heute ist das WM-Finale. Interessiert euch das? Ich weiß es nicht. So, wo bin ich gerade? Ja, bei den Echsen bin ich abgekackt. Weil ich blöd bin. Jetzt habe ich auch zum Glück noch eine Maske. Ach, wobei, die hatte ich gerade auch, fällt mir ein. Oder fällt mir auf. Habt ihr an der ersten Echse verloren, ne? Weil ich mir so dachte, yo, kannst du schon rumlaufen? Ja, nee, so einfach ist das nicht. Wobei die mich hier nicht trifft, tatsächlich. Dann muss ich irgendwie blöd auf die warten oder so. Komm her. Machen wir das mal schnell. Das war tatsächlich lucky, muss ich sagen. Kann man hier Superman werden? Ich weiß auch nicht, ob mir das bringen würde. Wäre natürlich cool. Bitte einmal nach vorne alle so. Hab da Bock. Ich hätte so gerne schon mal eine Zeit, ne? Aber habe ich halt nicht. Also eine Zeit, an der ich mich, die ich erreichen muss. Damit ich weiß, wie gut oder schlecht ich bin. Oder wo ich mir halt viel Zeit lassen darf und wo überhaupt nicht. Den Sprung hätte ich vielleicht sogar ohne Abwarten geschafft. So, hier. Ein Full Jump, wie auch immer. Auf den Sack ein bisschen aufpassen. Ja, wir müssen hier sowieso schnell durch. Sag ich und warte noch mal kurz. Es war nicht besonders schnell. Deswegen hätte ich mir auch selber kein Platin gegeben, aber
Ich hoffe nicht, dass noch allzu viel fehlt. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es so eine 1,50 ist oder sowas. Ich bin ja auch noch mal kurz runtergefallen. Nur eine Stufe, okay, aber... Hat auch noch mal Zeit gekostet. Was? Was? Hab ich den Arsch offen? 1,40, okay, ja, warum nicht? 1,40, ja. 14 Sekunden, okay. Schön, ich freue mich. Ja, jetzt wollen sie nochmal richtig rechnen. Sie haben jetzt locker die Platinzeit wegen mir angepasst, weil ich gesagt habe, oh, hier, guck mal, wir sind direkt durchgekommen, super, geil. Ja. Das rächt sich jetzt beim Relikt. 1,40, okay, ja, wie gesagt, zugegeben, ich habe lange gewartet. An vielen Stellen. Weil ich erstmal durchkommen wollte, um auch überhaupt erstmal die Zeit zu haben. Die habe ich jetzt, das ist schon mal sehr gut. Wie ich da allerdings noch 14 Sekunden runterholen soll. Rausholen soll, was weiß ich. Ja, das könnte interessant werden. Du Arschgeige. Wieso kann der Crash nicht einfach seine beiden Füße zwischen die... Also, dass der Schwanz der Echse genau dazwischen ist, dann kannst du doch noch stehen. Ich weiß, dass Hitboxen niemals so genau berechnet werden würden, aber es... Manno! Ha! Kackeidechse. Auf ein neues. Bei sowas bist du ja, du kannst halt nichts machen, das ist doch scheiße. So. Leck mich. Auch das hat wieder geklappt, genau wie beim letzten Mal. Sehr gut. 1,40, Junge. Das ist so brutal. Wir sind schon bei der Hälfte. Jetzt dürfen wir auch wieder warten. Super. Und die Plattformen, die sind natürlich da auch oben so langsam. Ne? Also diese Rein- und Raus-Plattformen, die hier. Sind vom Tempo her sehr okay. Habe ich auch alle direkt erwischt und so. Kein Problem, aber diese Plattform hier, die rein, raus, rein, raus. Die sind so, na, die dauern halt ewig. Da kann man da nichts gegen tun. So. Das war nochmal ein bisschen fixer, aber nicht wirklich fixer. Da muss ich einfach durchhüpfen, ganz ehrlich. Da muss ich es einfach durchhüpfen. Ich habe nur 1,40 Zeit. Und ich hatte, glaube ich, sogar noch eine Maske übrig am Ende. Und das war einfach nur dumm. Das hatte nichts mit Schnelligkeit zu tun, das war einfach nur dumm. Ich hätte es wahrscheinlich irgendwie geschafft, tatsächlich, aber es ist sehr, sehr riskant. Und es wird auch ohne gehen. Wie auch immer ich da jetzt gerade diesen Typen platt gehüpft habe. Von mir aus, mir soll es egal sein. Ich dachte, ich falle noch rechtzeitig runter, habe es nicht für nötig gehalten, mich zu drehen. Und es wird einfach nur ein komplett zusammengekleisterter Kommentar hier gerade. Einem komplett langen Satz, der niemals endet, weil immer wieder ein neuer Aspekt hinzukommt. Sei es mein Tod, sei es meine Spielweise, ich weiß es nicht. Der Wald dahin sieht schön aus. Hat was. Na, es wird schon wieder scheiße. Jetzt wieder auf den Heini aufpassen muss. Ich springe jetzt einfach hier hoch, ist auch okay. Ich muss schon wieder auf die warten. Jetzt habe ich zwei... Bei 28, ich glaube, da war ich gerade auch immer. Aber ich muss jetzt halt auch zweimal auf die Fledermäuse warten. Ist natürlich auch nicht Best Practice. Aber gut. Ich warte noch auf den Moment, wo ich hier irgendwas mit diesen rotierenden Plattformen verkacke. Am besten runterfalle oder so wird. Dann den Mann komplett an den Nagel hängen kann. Aber vielleicht würde es ja gar nicht passieren, denn wenn ich das jetzt hier schaffen sollte, dann muss ich das Level gar nicht mehr machen. Wenn. Ja. Das ist das Problem in diesem Satz. Ist okay, ist okay. So, bitte einmal beide, dankeschön. Und hier muss man halt auch so lange warten. 1,40, ne? Die Zeit tickt und hier braucht man einfach 10 Sekunden für diesen scheiß Rhythmus. So kacke. Hier war ich jetzt ein bisschen schneller. Egal, egal, egal. Jetzt darf ich nur nicht meine Maske an diesem einen Viech verlieren. Was jetzt kommt. 1,40, Junge, ich habe keine Zeit mehr. Ich habe einfach keine Zeit mehr. Ja! Konnte ich nichts machen. Ich musste da jetzt durch. Es hätte theoretisch auch geklappt. Ich weiß nicht, warum ich jetzt an dem Viech genau verreckt bin. Es hat nicht hundertprozentig gepasst.
Und zwar meine letzte Chance, jetzt das noch irgendwie zu schaffen. 1,40? Alter Junge, ich komme nicht drauf klar. Wie crank. Ja, aber das ist einfach krass, dass das Level eigentlich in jeder Hinsicht schwieriger ist als das eigentlich schwierige Level dieser Art Sunset Vista. Einfach weil man es so schwer gemacht hat mit der Zeit-Challenge, die es vorher nicht gab. Und halt durch die Tatsache, dass man die farbigen Edelsteine jetzt halt im alten Style holen muss. Das war gut, aber ich hab ich verstehe das nicht. Wieso habe ich denn jetzt schon wieder eine 28er Zeit? Ich werde auch jetzt schneller. Die Plattform kommt erst raus, wenn ich da bin, das ist nett. Ich dachte eher, die ist jetzt irgendwie kaputt oder so. Es ist so frustrierend. Die Rhythmen sind ja noch okay, ne? Aber wie gesagt, die da hinten, die gehen halt gar nicht klar. Und man muss sich halt mal reinziehen. Ich bin hier sogar schon schnell durchgegangen. Ich habe hier schon meine Maske geopfert. Ja, selbst wenn ich auf den drauf springe, was eigentlich funktionieren sollte, verliere ich die Maske. Das macht keinen Sinn, nur weil der springt oder was. Nur weil er gerade in der Sprunganimation ist. Ich habe keine Ahnung. Das sollte man komplett überhaupt nicht versuchen, hier irgendwie durchzukommen, ohne... Nee. Vor allem, wenn ich halt schon so weit im Rhythmus bin, traue ich mich da nicht, da noch irgend so einen Scheiß zu machen, ehrlich nicht. Traue ich mich einfach nicht. Ist okay, warte mal kurz. Ja gut, ich wollte eigentlich sowieso meine Maske verschwenden. Hätte ich vielleicht ein bisschen schneller machen sollen. Das war so dumm! Was habe ich mir denn dabei gedacht, einfach darüber zu laufen? Nee, kann doch nicht funktionieren. Ah, ist das schlecht. Ich mag damit nerven, aber Durchschnitt und so. Wir haben beim letzten Mal ein bisschen vorgearbeitet, was das angeht. Wenn wir das jetzt noch schaffen sollten, irgendwie in den nächsten 3 Minuten, hätten wir in dem Part immerhin 2 Relikte, aber wir haben dann insgesamt in 2 Parts 10 Relikte und damit sind wir trotzdem noch über dem Schnitt. Aber es ist auch kein Wunder, wenn man 8 Relikte in einem Part holt. Ja, das war scheiße. Aber da verliere ich tatsächlich nicht so viel Zeit, wenn ich 2-mal die Fledermäuse passieren lasse. Wie ich gedacht hätte. Von daher ist das absolut okay. Nein, das ist nicht okay. Hat schon wieder 2-3 Sekunden gekostet. Und wenn ich 14 Sekunden zu meinem letzten Run gut machen soll, ist das schon nicht so geil, wenn ich dann nochmal Zeit oben drauf bekomme, die ich irgendwie aufholen muss. Ich weiß auch nicht, warum der jetzt... Weißt du, manche Rhythmen, die warten quasi auf mich und manche, die machen einfach weiter, wie diese Spinning Wheel Dinger da. Das verstehe ich überhaupt nicht. Das macht einfach keinen Sinn für mich. Genau wie du! Ja gut, da bin ich jetzt einfach kack abgesprungen. Ich wollte es nochmal irgendwie versuchen. Es hat nicht so geklappt mit dem Absprung. Ich weiß nicht warum. Und jetzt dürfen wir wieder warten. So 1,12 war ich jetzt hier, ne? Ich guck mal, wann ich hier durchkomme. 1,22 oder so vielleicht. 1,18. Das sind 6 Sekunden, die man hier verschwendet. 6 Sekunden. Das ist schon traurig. Niemals! Doch! Ey, ehrlich, was soll denn der Kack? Ich bin da niemals... Das kann doch nicht wahr sein. Ey, ehrlich, was soll so ein Scheiß? Perspektive bei so einem 2D-Kack, das ist so sinnlos und scheiße und unnötig. Braucht keine Sau. Das ist ganz nett. Jetzt muss ich hier nur aufpassen. Habe ich. Gut. So, jetzt bin ich immer ein bisschen schneller. Eine Sekunde oder so. Jetzt sind die ganzen Rhythmen hier kacke und es bringt mir nichts. Ja, die sind gut. Das ist gut. Jetzt hoffe ich nur, dass das Rad der Verzweiflung da oben auch ganz gut ist. Ja, ist okay. Das wäre der Rhythmus, den ich sowieso erwischt hätte. Wirklich gespart haben wir uns also jetzt nichts. Da bin ich jetzt allerdings einen Rhythmus schneller als gerade, glaube ich. Wie gesagt, das sind Tomaten hier. Ganz kleine Dinge. So Dinger da hinten mit den 6 Sekunden Rhythmus und sowas, das sind dann schon eher Kartoffeln. Ja, es sind wunderbare Analogien, aber... Seid ihr ja von mir gewohnt, dass die so wunderbar sind und sinnvoll und alles. 1,12 war ich gerade hier, oder? Bilde ich mir das ein. Ah, schon mal ein bisschen schneller. 4 Sekunden offenbar sogar. Wie das mit den 14 mithält, ich weiß es nicht, aber...
1,40, 1,40, Leute. So, diesmal war ich wieder perspektivisch richtig vorne, hinten so und so weiter. Ich habe meine Maske behalten. Was mir das bringt, weiß ich nicht. Ich kann vielleicht gleich bei dem Typen ein bisschen durchrushen. Das muss ich versuchen, das muss ich... Er schubst mich runter, das stimmt ja. Das habe ich vergessen. 10 Sekunden wären es gewesen. Ich hätte es vielleicht irgendwie geschafft, ne? Aber ich habe irgendwie verdrängt, dass wenn ich den versuche runterzuschubsen, also wenn ich den versuche kaputt zu drehen, dass er mich runterschubst. Blöd. Sehr blöd. Und da war mein Daumen einfach komplett im Nirvana und ich habe keine Möglichkeit mehr gehabt, den umzulegen. Kacke. Ist nicht gut. Ah, es war eigentlich ein guter Run, aber trotzdem. Es waren halt trotzdem nur noch 10 Sekunden. Obwohl es so ein eigentlich ziemlich guter Run war. Spricht auch nochmal Bände. Und dass ich an The Lost City länger hänge als Native Fortress, was ich niemals für möglich gehalten hätte. Auch das spricht Bände. Darüber, wie kacke und schwer das Level ist. Dieses hier. Nicht darüber, wie einfach Native Fortress eigentlich ist. Das ist Blödsinn. So, wieder eine Sekunde länger als gerade gebraucht. Shit off. Komm raus. Das ist jetzt wahrscheinlich ein späterer Rhythmus gewesen. Was aber halt auch wirklich komplett egal ist. Eine Sekunde war das jetzt vielleicht. Die kann ich auch irgendwo noch mit einer Maske vielleicht rausholen. Darf man ja auch nicht vergessen, die waren ja... Ich glaube, ich hatte noch eine übrig am Ende und die andere habe ich irgendwo blöd verloren. Also, ich habe sie nicht wirklich sinnvoll abused. Ich habe sie aus Versehen verloren, sag ich mal. Das hier ist, würde ich sagen, tatsächlich sinnvoll. Auch wenn man hier... Da müsste ich theoretisch noch ein bisschen schneller sein. Dann könnte ich das, glaube ich, auch packen. Bin ich leider nicht. Aber egal. Hier bin ich in der souveränen Zeit. Finde ich souverän. Bei dem nächsten Hindernis da. Da muss ich noch ein bisschen mehr rausholen. Also nicht hier. Sondern hier jetzt. Da muss ich noch ein bisschen... effizienter werden, finde ich. Ob das jetzt effizienter war oder die effizienteste Möglichkeit überhaupt, weiß ich nicht. Jetzt habe ich halt leider die Maske nicht mehr für den Heini. Die wäre halt echt so gut gewesen, ne? Allein schon da jetzt. Ach, fuck. Und die Zeit, die ich da raus... Ah, nee. Ich will versuchen, mir die Maske für genau diesen Spacken aufzusparen. Weil das sehr sinnvoll ist, meiner Meinung nach. Wenn man genau das macht, was ich jetzt gerade gemacht habe, nämlich einfach versuchen, unter denen durchzurennen, dann wird man halt getroffen. Gut. Das hat mich jetzt das Leben gekostet, aber wenn ich da die Maske habe, sollte er verpuffen, der sollte mich nicht irgendwie runterdrängen können oder sowas. Und dann soll ich da einfach weiter können. Dann sollte auch die 1,40 drin sein. Aber das sollte schon funktionieren. Ich bin jetzt wieder eine Sekunde schneller, keine Ahnung warum. Ich habe ja sogar am Anfang noch ein bisschen gefailt. Das war allerdings nicht schlimm, weil der Rhythmus war sowieso so, dass das Ding da draußen vorne war. Dieser Block. Da hätte ich also eh warten müssen. Das heißt, ich konnte auch nochmal zurück für die 2 Sekunden. Das war jetzt der schlimmste Rhythmus hier bisher überhaupt. Finde ich nicht so geil. Eine 53. Eine 43. Das ist okay. Ist wie immer eigentlich. Und jetzt wird es wieder interessant. So. Die Stelle kriege ich mittlerweile immer ganz gut hin. Ich muss auch gar nicht so weit außen rumlaufen. Spart natürlich auch nochmal Zeit, wenn man da ein bisschen schneller ist. So, Zeit verlieren, sicher landen. Sicher landen, ja. Stichwort. Ich war jetzt natürlich auch ein bisschen darauf aus, ein bisschen schneller zu sein, um eben mal diesen Rhythmus zu schaffen. Aber ich glaube, das funktioniert einfach nicht. Es ist aber halt trotzdem allemal schneller da, seine Maske zu opfern, als dann halt wirklich... ihn auf, also nochmal zurückzuspringen, ihn auf sich zukommen zu lassen, ihn tot zu hüpfen und dann weiter zu hüpfen. Das kostet bestimmt so 2-3 Sekunden. Da warte ich lieber da nochmal 1 Sekunde. Ich glaube, insgesamt ist es, glaube ich, tatsächlich schneller. Okay, 26, so schnell war ich noch nie. Meistens 28, öfter 27. Meistens öfter, hm? Öfter auch, sollte es heißen. Mit der 26 so schnell war ich noch nie. Leider komme ich da nicht drauf und damit ist das wieder eigentlich hinfällig und bringt mir gar nichts mehr. Wobei, es ist nur 42. Ach, das habe ich mich nicht getraut. Jetzt ist die Zeit spätestens wieder weg. Vielleicht sogar habe ich jetzt Plus angesammelt. Ich weiß es nicht. Ah, ich bin... Ich habe
Ich dachte, ich habe den Stick minimal bewegt, habe ich aber nicht. So. Das ist halt so dämlich. Weil warum kann ich das Ding tot hüpfen, wenn es auf dem Boden steht? Es hat genau so Stacheln wie in der Luft. Aber wenn es in der Luft ist, in der Animation, dann kann ich es irgendwie nicht töten. Das macht einfach keinen Sinn. Warum ist das so? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Entweder soll ich das Ding gar nicht töten können. Oder soll er wenigstens irgendwie eine Animation haben von wegen, ja, wenn es springt, dann sind die Stacheln draußen, sonst sind sie drin. Dann versteht man ja auch, okay, ich darf es halt nicht im Sprung töten. Aber so, es ergibt halt einfach gar keinen Sinn, wie das jetzt ist. Es ergibt keinen Sinn. Dann sehe ich auch nicht ein, dass es so ist. Kacke ist das doch. Bullshit. Bullscher Wert. So, 40. So schnell waren wir hier noch nie. Hätten wir meistens eher eine 42. Das wäre jetzt ungefähr wieder trotzdem wieder derselbe Rhythmus. Da wäre ich fast runtergefallen, weil ich blöd wäre. Blöd gewesen wäre. Blöd war. Ich bin ja sogar blöd gewesen. Ist ja kein Konjunktiv. Also ich finde, da habe ich genauso viel nach oben gelenkt wie gerade beim letzten Versuch. Und da hat es irgendwie nicht geklappt. Also das bleibt mir ein Rätsel. Kein besonders gutes tatsächlich. So, eigentlich eine normale Zeit. So wie sie sein sollte. Hier spare ich mir jetzt mittlerweile auch immer so ein paar... Vielleicht eine Sekunde oder sowas, dadurch, dass ich halt... Ich muss ein bisschen mittiger, glaube ich. Dadurch, dass ich halt nicht... Wie gesagt, Maske sparen, sehr gut. Sehr gut. Dadurch, dass ich halt nicht... keine Ahnung, wo ich war. Ich muss erstmal zu Ende jetzt. Ich muss erstmal zu Ende machen. Okay, okay, komm. Und safe. Sehr gut, okay. Was wollte ich sagen? Ach genau, dadurch, dass ich mich nicht immer nach unten fallen lasse. Bei diesen beiden Blöcken, sondern halt direkt einfach weiter, weil das geht. Und ich hab's geschafft. Der Part ist zwar viel zu lang, aber ist ja scheißegal. Denn The Lost City ist geschafft. Das ist schon mal sehr viel wert. Damit haben wir jetzt 10 Relikte, schätze ich. Müsste sein. Jawohl, von 26. Beim nächsten Mal geht's weiter in Temple Ruins. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dahin. Tschüss.